Der Lightyear 0. Das erste elektrisch betriebene Solarfahrzeug mit Rekord-Aerodynamik geht in Serie. Alles, was man aktuell zum Lightyear 0 wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Lightyear wurde 2016 gegründet und beschäftigt heute laut einer Mitteilung über 450 Mitarbeiter. Das Team bestehe aus einer Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Namen aus der Automobil- und Technologiebranche. Den ersten fahrenden Prototyp des Null hatte das Startup im Sommer 2019 vorgestellt. Für seine Pläne konnte das Unternehmen 2021 fast 100 Millionen Euro sammeln. Im vergangenen Jahr fuhr schon ein Prototyp des Null 440 Meilen oder 708 Kilometer mit einer Batterieladung. Dafür haben die Entwickler die Aerodynamik und Effizienz des Systems in den Mittelpunkt gestellt. Mit der integrierten Solartechnologie soll die 60 Kilowattstunden Fahrbatterie an einem sonnigen Tag für etwa 45 Meilen oder 72 Kilometer geladen werden können. Und nun hat Lightyear ein Update zum nahen Start der Serienproduktion seiner Elektrolimousine mit integrierten Solarzellen bekannt gegeben. Zuletzt hat Lightyear aktuell die Aerodynamik des Null getestet und die ist bahnbrechend. Die Form des Elektroautos springt einem direkt ins Gesicht, allgemein sehr untypisch. Damit man aber aerodynamisch einen guten CW-Wert erreicht, ist es aber unabdinglich. So sieht der One von vorne recht clean und unaufgeregt aus, das ändert sich aber schnell, wenn man am Auto entlang nach hinten geht. Das spitz zulaufende Heck wird durch ein durchgehendes LED-Leuchtband nochmals hervorgehoben. Das Dach mit Solarzellen integriert zieht sich durchgängig von ganz vorne bis fast an die Kante des Hecks. Auch die eingelassenen Türgriffe und nicht zu vergessen die geschlossenen Rathäuser hinten tragen natürlich zu einem sehr guten CW-Wert bei. Die Rathausabdeckungen lassen sich auch entfernen. Außerdem scheint es, als wollte man durch die zweifarbige Lackierung des Wagens am Heck einen Spoiler anmuten. Sieht für mich zumindest so aus. Das Interieur wirkt schlicht, minimalistisch und sehr elegant. Geprägt durch ein Touch-Display für Infotainment, welches in der Mitte der Frontkonsole sitzt. Ein weiterer Hingucker ist die langgezogene, fast freistehende Mittelkonsole. Sie reicht bis zu den hinteren Fahrgästen und müsste ziemlich viel Stauraum bieten. Eine weitere Besonderheit scheint das Lenkrad darzustellen. Sehen wir genau hin, können wir nämlich zwei Touchpads links und rechts am Steuer erkennen, mit denen wir mit Sicherheit etwaige Funktionen des Autos bedienen können. Auch der Aerodynamik geschuldet wird der Lightyear 0 digitale Außenspiegel haben. Besonders gefällt mir die Kombination der verschiedenen Materialien im Innenraum. So sorgen Holz- und Stoffapplikationen für einen modernen und hochwertigen Eindruck. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren sagen, wie ihr das so findet. Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglied werden. Und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. Der Lightyear 0 ist 5,08 Meter lang, 1,97 Meter breit und 1,44 Meter hoch. Er wird durch vier Radnaben-Elektromotoren mit Torque Vectoring angetrieben. Daten zur Leistung gibt es offiziell leider immer noch nicht. Die Batterie in dem pfeilförmigen Wagen ist 60 Kilowattstunden groß und schafft damit 625 Kilometer Reichweite nach WLTP. Dabei verbraucht er nur unglaubliche 8,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Durchschnitt. Aufgeladen werden kann er mit bis zu 22 kW AC und 60 kW DC, was überraschend ist, und zwar im negativen Sinne. Die Solarpaneele im Ganzen schaffen bei optimalem Wetter 12 Kilometer Reichweite in der Stunde wieder in die Batterie zu laden. Das bedeutet im besten Falle ca. 72 Kilometer am Tag. Und das reicht meist schon für die alltäglichen Fahrten, die man so absolvieren muss. Die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 160 km/h. Das Kofferraumvolumen beträgt 780 Liter, mit umgeklappten Rücksitzen sind es 1701 Liter. Jetzt kommt aber der ehrlicherweise nicht sehr überraschende Hammer, denn der Lightyear 0 hat einen CW-Wert von 0,175. Noch windschnittiger geht's kaum und damit ist das Auto das aerodynamischste Serienfahrzeug der Welt. Sobald alle Tests abgeschlossen seien, stelle man dem Auftragsfertiger Velmet Automotive die finalen Details zur Verfügung, so Lightyear.
Eigentlich ab jetzt sollen die ersten Exemplare des One in Finnland vom Band rollen. Die ersten 150 Exemplare, Pioneer Edition, zu einem Preis von 150.000 Euro sind Unternehmensangaben nach bereits ausverkauft. Für die weiteren Fahrzeuge wird ein wesentlich höherer Preis aufgerufen. Die Limited Edition, genannte zweite reservierbare Modellreihe, kostet 250.000 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, eine 250.000 vor Steuer. Was man aber nicht vergessen darf, der Lightyear 0 wird nur in geringen Stückzahlen produziert. Eher sollte man das Fahrzeug als Inspiration für andere Hersteller sehen und was nicht alles mit Solarpanelen möglich ist. Mit der für den 0 entwickelte Technologie plant Lightyear ein zweites Modell. Der möglicherweise genannte 2 soll mit einem geplanten Preis von 30.000 Euro deutlich erschwinglicher werden und 2024 bzw. 2025 auf den Markt kommen. Interesse am 2 gebe es schon, erklärte Lightyear jüngst. Der niederländische Carsharing-Marktführer der Sharing Group wolle den One ab 2023 anbieten und 2024 bis 2025 rund 5.000 2 in sein Portfolio aufnehmen. Bereits im letzten Jahr hieß es, dass der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan 5.000 Exemplare des zweiten Modells reserviert habe. Also ich weiß ja nicht, Innovationen im Aerodynamikbereich sind ja schön und gut, aber an wen ist dieses Auto für diesen Preis gerichtet? 250.000 Euro Verkaufspreis, schlechte Schnellladegeschwindigkeit, schlechte VMAX, nicht ganz so ansprechendes Aussehen, aber dafür guten Verbrauch. Da muss an jeder selbst entscheiden, ob das der Wagen wert ist. Wie gefällt euch der Lightyear 0? Was haltet ihr von der Form und vor allem dem möglichen Preis? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!